Hallo, ich bin Günther Klaschnitz, dank Rob Alphonastrom habe ich viel gelernt. Dennoch habe ich herausgefunden, dass nach seiner Theorie die flache Erde auch nicht sein kann. Denn laut seiner Theorie leben wir immer noch auf Pangea. Woher ich das weiß, zeige ich euch. Seht ihr? Es haben viel mehr Firmen und Organisationen Pangea als Logo verwendet, als dein Beispiel mit der United Nations. Dreier Leute, willkommen in einem neuen Video von mir. Und ja, heute, ich mein Gott. Ich könnte mittlerweile schon fast eine Serie aufmachen. Ja, es geht wieder um Rob Alphanostrom. Finde ich schade, denn ich dachte nach vegan und lecker gibt es, dachte ich, es gibt keinen schlimmeren mehr. Gut, ob jetzt schlimmer ist oder nicht, aber mindestens genauso. Denn letztendlich finde ich das doch, also ich finde den Mann oder den Menschen, der dahinter ist, ziemlich verwirrend. Denn ich würde schon sagen, dass er wahrscheinlich belesener ist als ich. Aber dennoch irgendwas in seinem Kopf läuft da nicht ganz rund. Was nicht bedeuten soll, dass er dumm ist, aber irgendwas geht in ihm vor, was mir einfach suspekt ist. Denn er weiß ja ungefähr, wie das alles funktioniert, aber wegen einem kleinen Fitzel oder irgendwas ignoriert er einfach alles. Weiß ich nicht. Es wird einfach alles ignoriert. Ja, und entschuldige nochmal, ich dachte mal, ich bringe ja mein alter Ego Günther Klasnitsch wieder ins Spiel. Ist jetzt sein zweiter Auftritt und er sollte eigentlich nichts anderes verdeutlichen, als dass, wie ich mir vorstelle, die Viewer bzw. die Leute, die das sofort glauben, was dort erzählt wird, rüberkommen. Also bzw. wie ich sie mir vorstelle. Denn tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ganz viel Intelligenz hängt da nicht hinter. Na gut, ich will auch gar nicht groß drum herum reden. Es geht auf jeden Fall um das Video von Rob Alphanostrom. Ist schon ein bisschen letztes Jahr mal wieder. Flache Erde im UN-Logo, ja oder nein? Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Dachte mir, das zeige ich euch auch mal, damit ihr auch wisst, wovon ich rede. So, kennt das ja schon. Ich mache mich mal wieder klein. Und jetzt zeige ich euch einen Ausschnitt aus diesem Video, um dann darauf einzugehen, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, gut. Mats ab! Und das kann man nicht missverstehen. Also hier in diesem Beitrag sagt Wikipedia, diese Karte stellt die flache Erde dar. Und wenn wir dann weitergehen zu diesem Beitrag, und zwar geht es hier um die Azimutaläquistanzprojektion, also das ist ja diese Polprojektion, die heute neuerdings die flache Erde sein soll, dann sehen wir hier das UN-Logo und wir sehen hier oben eindeutig die Karte der flachen Erde. Allerdings wird sie hier nicht mehr Karte der flachen Erde genannt, sondern hier heißt diese Karte plötzlich Polar-Azimutal-Äquistanzprojektion. Also, wir können diese beiden Karten mal vergleichen und wir werden feststellen, dass sie 100%ig identisch sind. Also, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es sich bei beiden Karten um ein und dieselbe Karte handelt. Und wie Wikipedia hier bei der Flat Earth Society sagt, handelt es sich praktisch um die Karte der flachen Erde. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum sagt Wikipedia,
Bei der Flat Earth Society, dass es sich hier um die Karte der flachen Erde handelt. Und hier in diesem Beitrag, wo es sich original um die gleiche Karte handelt, ist es plötzlich nicht mehr die Karte der flachen Erde. Wir sehen hier unten das UN-Logo und der Zusammenhang mit der flachen Erde dürfte natürlich so nicht genannt werden. Deswegen heißt das Ding hier plötzlich Polar-Azimutal-Äquistanzprojektion. Also ich würde sagen, damit hat Wikipedia selbst bewiesen, dass im Logo der UN die Karte der flachen Erde abgebildet ist. Ja, ich denke, das reicht. Zunächst einmal, Rob hat natürlich recht. Eine 2D-Version des Globus ist es nicht, denn dafür sind die Koordinaten einfach zu sehr zusammengequetscht. Wenn man jetzt wirklich den Erdball von oben fotografieren würde, von einer größeren Entfernung, wo man natürlich die gesamte obere Kugel sehen könnte, also Kugelhälfte sehen könnte, würde es anders aussehen. Vielleicht kann ich das ja mal zeigen. Ungefähr so. Man würde nicht alle Kontinente draufkriegen. Das ist jetzt vom Nordpol oben drauf und das ist, wie es vom Südpol unten drauf ausschauen würde. Was mich jetzt letztendlich aber noch dennoch skeptisch macht, ist, Mensch, ist Wikipedia denn laut der Flacherdler nicht Lügenpedia? Die sagen doch, das stimmt doch nichts. Und jetzt auf einmal benutzen sie selber Wikipedia als Beweis für eine ihrer verrückten Argumente? Also irgendwie haut da was für mich nicht ganz hin. Na egal. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und ich zeige euch jetzt mal, ich habe natürlich gut, dieser Post mit der Karte ist natürlich zu finden. Das will ich mir auch nicht unterstellen. Allerdings sollte man wissen, dass Wikipedia, man sieht es ja auch, es steht, eine freie Enzyklopädie ist. Sprich, jeder Depp kann die Beiträge ändern, updaten, etc. So, worauf das hinausschließt, ist einfach, dass man, wenn man jetzt dieses Foto anklickt, wo ist meine Maus? Da. Wenn man das Foto jetzt anklickt und hier unten auf More Details geht, scroll ich mal runter. Ihr müsst das ja auch sehen können. This is your featured picture on English language Wikipedia. It is considered on one of the finest images. Sprich, ihr könnt ja hier sehen, man kann dafür abstimmen. Und es wurde bei den englischen Leuten als das richtige oder das treffendere Foto ausgewählt. Aber es, für mich sieht das eher nach einer Finte aus. Sind denn nicht die Flacherdler etc. im Ausland wesentlich größer, gerade in den USA etc. als hier? Man hätte es einfach ganz einfach selber setzen können und dann einfach die ganze Leute darauf ansetzen können, dieses Foto zu wählen. Und somit setzt Wikipedia, das wird wahrscheinlich durch einen Algorithmus erfolgen, das Foto als echt hinaus und als treffend hinaus, ohne es wirklich selber nachzukontrollieren. Das könnten sie natürlich auch, wie sollen sie das an den Massen an Daten, was täglich auf Wikipedia hineinprasselt, wie wollen sie denn da wohl den alles kontrollieren können, ob das auch wirklich so ist? So. Kommen wir dazu. Natürlich ist, zumindest was die Kontinente angeht, dasselbe Bild, was auch im UN-Logo ist. Aber es ist nicht das gleiche, denn ihre komische Schwachsinns-Arktis-Mauer oder wie auch immer man das nennen kann, ist da nicht zu sehen. Und letztendlich, die Karte zeigt einfach die Breiten, die Längengrade als gerade Linie. Das heißt, man kann da wesentlich einfacher messen. Dass sie einfach nur eine Projektion ist von vielen Projektionen, die es von dem Erdball gibt, ist, zeige ich euch allein an diesem kleinen Ausschnitt.
Die Weltkarte verschiedener verschiedene Projektionen. Hier Mercator-Projektion wird oft in der Schifffahrt benutzt, weil es auch gerade Dings gerade zum Kurs berechnen etc. Peters-Projektion, die ist halt natürlich schon recht verzerrt, das sieht man natürlich. Hier, da also wird natürlich immer mehr die Kugel angedeutet noch. Und hier unten auch die Polarprojektion. Da ist von diesem komischen Eiswall nichts zu sehen. Und jetzt zeige ich euch, warum die United Nations dieses Bild gewählt hat. Denn das steht einfach hier. The olive branches as a symbol of peace. And the world map represents all the people and the countries of the world. Punkt. Es ist einfach nur dafür da, dass die gesamte, alle Kontinente quasi aller United Nations dargestellt werden. Denn wie würde es jetzt aussehen, wenn man jetzt das übliche Bild nehmen würde, wo nur Afrika und der Rest nicht zu sehen ist? Wie würde das denn aussehen? Oder wenn nur die amerikanische Seite zu sehen wäre und der Rest hinter verschwinden würde? Das würde das Thema komplett verfehlen. Es würde das Thema komplett verfehlen. Und ich meine, das war jetzt was mit, was ich jetzt eben gemacht habe mit meinem Günter Klasnitsch, ist einfach das. Warum sieht dann die Welt nicht aus wie hier, wie das noch damals, wo die Kontinente noch zusammen waren, wie Pangea? Man sieht ja zig Firmen, Organisationen, alle haben in ihrem Logo Pangea. Wissen die etwa, denken die etwa auch, dass die Kontinente noch so aussehen? Also wer das glaubt, der hat da wohl hier oben nicht mehr das Zwitschern gehört oder so. Ich weiß es nicht. Denn das ist nichts anderes. Und die United Nations haben dieses einfach nur gewählt, weil es die gesamten Kontinente zeigt. Weil ich meine, nichts anderes, außer dass der Vorteil dieser Karte ist einfach nur, dass man, na, wo haben wir sie denn jetzt? Dass die Längen gerade sind. Was das Berechnen leichter macht. Allerdings der größte Nachteil ist aber, dass die Kontinente komplett verzerrt werden. Da sieht man ja schon, das beste Beispiel ist Australien. So sieht Australien einfach nicht aus. So sieht Australien nicht aus. Also, tut mir leid. Wenn man. Dann wäre ja Australien wesentlich größer als Nordamerika. Und das ist einfach nicht so. Guckt euch doch das Bild an. Mal hier das kleine Australien und hier Nordamerika. Wisst ihr, Leute, worauf ich hinaus will? Dieses Argument ist wieder kompletter Bullshit, den sich jemand zusammenreimt. Warum auch immer, denn eigentlich, ich gucke seine Videos immer, also was ist immer, also ich gucke mir ein paar davon an und er weiß schon viel. Aber wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, er haut irgendwo was. Irgendwo ist sein IQ auf, weiß nicht, überdurch, ich will ja überdurchschnittlich, aber auf jeden Fall auf intelligent. Aber dann kommt das auf einen Schlag das vierjährige Kind durch zum Vorschein. So sehe ich denn das. Und ich meine, das ist nichts anderes. Ich wollte einfach jetzt nur das zeigen, so forscht man nach. Das ist kompletter Bullshit. Vor allem, dass das genau dasselbe Logo sein sollte. Nur weil die Kontinente da passen. Aber wo ist denn dann die Eis? Wenn das das wirklich. Wenn! Man könnte ihm, wenn, zustimmen, wenn der Eisfall auch drauf zu sehen wäre. Aber da ist der nicht drauf. Er ist nicht drauf. So, mehr will ich auch mit diesem Video gar nicht sagen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es, teilt es von mir aus. Da habe ich kein Problem. Ich würde mich sogar freuen, dass die Leute erreicht werden. Damit diese Machenschaften
Nein, die beschimpfen uns ja als Desinformanten, aber wer hier die Desinformanten sind, ist ja eigentlich wohl klar. Ansonsten, falls ihr mich nicht verpassen wollt, gebt mir gerne ein Abo, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wo noch immer ihr das Video seht. Ciao! Textbausteine sind markiert. Cut, copy and paste. Neue Shortcuts definiert. Cut, copy and paste. Das geht so schon jahrelang.